dass man durch Corona Thrombosen entwickeln kann. Das haben mir die Ärzte gesagt im Krankenhaus. Deswegen meinten die so zu mir, ich soll ein bisschen vorsichtiger sein. Was halt ein Problem ist, wenn man jedes Mal zur Untersuchung wieder ins Krankenhaus muss. Deswegen werde ich jetzt auch mal einen Test machen. Scheiße. Take me out to California, where the sun is always high, where the streets are paved with gold and no one ever gets old. Wir sind hier gerade richtig schön in Stau geraten und Marco hat einen Krankenhaustermin und die schließen um 1, das heißt in 2 Minuten und wir sind jetzt erst angeblich um 10 nach ungefähr da. Und der Termin ist wichtig, weil da wird mein Blut wieder gemessen und daraufhin werden meine Tabletten neu eingestellt. Aber wir sind rechtzeitig losgefahren. Ich raste aus, ey. Es ist schon wieder ein Unfall passiert oder so zwischendurch. Ja. Ja, Glück und die sind ein paar Sekunden länger da oder sowas. Also laut Navi sind wir schon 7 Minuten zu spät. Ah. Scheiße. Ja, wir haben jetzt hier schnell geparkt. Marco ist losgerannt. War jetzt 1:05. Die haben ihn angerufen und gesagt, um 1 schließen die. Ich hoffe, dass irgendwie da noch jemand ist, dass schnell da sein Blutcheck gemacht werden kann und dass sie jetzt ja, das noch machen, weil er die Medikamente auch ganz dringend braucht. Das wäre halt mega ätzend, wenn er die jetzt nicht bekommt. Deswegen warten wir mal ab. Mittlerweile sind wir hier im Kofferraum umgezogen. Es ist ein bisschen entspannter, kann Jonas sich ein bisschen bewegen. Wir warten jetzt schon wieder 1,5 Stunden. Also ich gehe davon aus, dass es geklappt hat, dass Marco noch rangekommen ist. Es hat immer so ewig dauert, ist diese Medikamentenausgabe. Also da wartet man wirklich wohl Ewigkeiten. Ich glaube, er ist jetzt schon seit, weiß ich gar nicht, einer Dreiviertelstunde wartet auf die Medikamente. Was viel schlimmer ist, ich muss so wahnsinnig dringend auf Toilette, ne? Ey, dieser Moment, wenn man gar nicht mehr denken kann, was man als nächstes machen soll. Also ich könnte jetzt... Ja, ich könnte irgendwie probieren, hier ins Krankenhaus reinzulaufen, aber ich muss so, so dringend. Das geht nicht. Und jetzt bin ich hier so in einer Zwickmühle und weiß nicht, was ich tun soll und hoffe einfach, dass Marco gleich kommt, weil ich sitze hier schon so richtig, okay, ich kann nicht mehr, wenn ich jetzt noch das Baby hier auf den Arm nehmen muss oder Kinderwagen auspacken muss, oder das kriege ich hin. Das geht nicht. Ich habe einen großen Tee getrunken und nochmal, ich glaube, über 1,5 Liter Wasser. Und deswegen muss ich so langsam richtig aus der Toilette. Ah, ich hoffe, Marco kommt gleich. Nach 1,5 Stunden ist er dann endlich da gewesen im Auto. Wir sind gerade zur Tankstelle gefahren. Ich konnte ganz schnell zur Toilette. Das war wirklich knapp. Also ist er wirklich knapp, ja? Ja, mir wurde wieder Blut genommen und wir haben es tatsächlich, oder ich habe es tatsächlich rechtzeitig geschafft. Zum Glück. Richtig gut. Und jetzt? Und jetzt muss ich auf den Anruf warten, der aber auch nicht kommt, weil die Medikamente jetzt halt besprochen werden, dann anhand der Blutergebnisse, aber... Das Problem ist halt, dass Marco angerufen wird immer aus dem Krankenhaus und es aber nur so eine Zentralnummer ist, die dann halt ins Krankenhaus zurückführt, aber keiner weiß, wovon angerufen wurde. Und wenn man den Anruf verpasst, was halt mal durchaus passieren kann, wenn man mal zur Toilette geht oder mal eine Sekunde nicht aufs Handy guckt, das ist jetzt ziemlich ätzend und deswegen müssen wir da jetzt schauen, dass Marco das Handy irgendwo vor sich hat. Ja, immer aufpassen. So, wir sind zu Hause und Jenny geht irgendwie nicht ganz so gut. Nee, bisschen schlappi und Kopfschmerzen, bisschen Halsschmerzen, aber was soll's. Ich pack gleich mal die Corona-Tests aus und mach einen Test. Dann mach mal einen Test. Nee. Los geht's. Jetzt. Sofort. Ja, ja, ja. Wo sind die? Im Koffer. Ja. Es ist, was es ist, wa? Scheiße. Doof gelaufen. Aber ich hoffe einfach mal, dass das jetzt nicht nur der Anfang war, sondern dass es mir weiterhin gut geht und dass es so verläuft. Wenn man nicht glauben möchte, wa? Also die sind echt schlecht, aber man, na doch, es ist doch eindeutig positiv. Der ist positiv.
Der ist eindeutig positiv und da schimmert es durch. Also drei positive Schnelltests. Das heißt, wir müssen. Können wir einen PCR-Test machen lassen hier irgendwo, ja, ne? Morgen erstmal PCR-Test machen. Ja. Aber ich finde, du solltest auch einen Test machen. Also. Ja. Vor sich selber? Okay. Hä, aber wir waren überhaupt nicht unterwegs, ne? Mit Leuten getroffen jetzt gerade gar nicht. Aber ich musste jedes Mal wieder ins Krankenhaus. Ja, dann noch ein Test. Das kann nämlich ganz gut sein, dass ich das vielleicht jetzt habe. Was natürlich mega, mega scheiße wäre, weil ich neige zu Thrombosen. Corona sorgt dafür, dass man Thrombosen bekommt. Dass man durch Corona Thrombosen entwickeln kann, das haben mir die Ärzte gesagt im Krankenhaus. Deswegen meinten die so zu mir, ich soll ein bisschen vorsichtiger sein. Was halt ein Problem ist, wenn man jedes Mal zur Untersuchung wieder ins Krankenhaus muss. Deswegen werde ich jetzt auch mal einen Test machen. Scheiße. So, Test durch. Und jetzt schauen wir mal, was da passiert. War da oben schon ein Strich, da steht Nick, also der ist so viel Dings, aber das hatte ich auch zuerst und dann kam hinterher erst dieser untere Strich dazu. Da sieht es so aus, als wenn einer kommt. Gucken wir mal, ob der stehen bleibt gleich oder nicht. Ja gut, ich würde sagen, das sieht auf jeden Fall aktuell negativ aus. High five! Er sagt, okay, darf ich jetzt High five geben oder nicht? Aha! Ja, tatsächlich geht es mir aber gut soweit. Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen, Kopfschmerzen. Aber ansonsten geht es mir sonst gut. Ja, ich werde jetzt Jonah erstmal ins Bett bringen, mich dann auch hinlegen. Und dann schauen wir mal. Ich habe jetzt noch gerade Vitamin D genommen, aber das nehme ich sowieso jeden Tag, von daher. Ja, und dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass es mir morgen auch immer noch gut geht. Aber da gibt es dann einfach mal ein Update, ne? Na Schatz, wie geht's? Also, gestern dachte ich, es ist fast weg. Und dann ist es schlafen gegangen. Und jetzt bin ich nachts aufgewacht und meine Stimme ist richtig im Arsch. Ich habe Halsschmerzen. Und Kopfschmerzen. Ich kann es und ein bisschen Fieber wieder, aber meistens wird es über den Tag wieder gut. Und abends irgendwie so einmal gegen die Wand geklatscht. Oh, mal sehen, ob es heute am Tag wieder geht. Ja, das heißt für mich heute wieder Hausmann spielen. Du machst das ganz toll. Sie pflegen und ihn pflegen. Aber Jonah geht's gut. Jonah geht's gut und mir geht's gut. Also ich war bis gestern auch noch negativ getestet. Ich wollte heute nochmal einen Test machen und gucken. Ja, was sagst du dazu? Ja, genau. Ja, ich mache jetzt erstmal Frühstück. Jonah hat mir die Tür hier zu. Mach jetzt erstmal Frühstück. Einen Tee gibt's für Jenny. Und genau, dann muss ich jetzt erstmal noch Wäsche aufhängen. Wäsche aufhängen! Jonah, wir müssen Wäsche aufhängen, ne? Was machst du für komische Geräusche? Und bei Dingen wie Geschirrspüler ausräumen oder Wäsche aufhängen. Jonas, immer am Start. Ne? Ja. 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 Alles ist super spannend. Das ist dann natürlich nicht ganz so einfach, wenn da immer so kleine Babyfinger dazwischen sind. Die können sich auch klemmen in den Türen und ja, dementsprechend muss man mal aufpassen und es dauert alles länger. Aber so ist das. Ne, Jonas? Wir haben Zeit. Wir haben Geduld. Ja. Und er ist aufgeregt. Machen wir mal weiter. Jonah, wollen wir die Türen bitte zulassen? Ja? Genau da ist das Problem. Du hörst nicht. Ein Tee für dich. Ist der heiß? Dankeschön. Wie machen wir das mit dem PCR-Test jetzt? Keine Ahnung.
Du brauchst halt das positive bzw. negative Testergebnis. Ja, aber ich habe keinen Bock, $200 für einen Test zu bezahlen. $200. Nicht mal auf Verdacht. Ich habe ja die Tests, dass ich was habe. Und man darf halt irgendwie nirgendwo hin, wenn man Symptome hat. Ich guck gleich nochmal wegen mobilen Service. Ja, Corona hat uns komplett aus dem Leben gekickt. Aber hallo, wenn die einmal so Breitseite. Ja, erst Jenny und dann dachte ich, ich komme noch davon und dann boom, Schelle. 3 Tage später. Eieiei, und halt Jonah auch. Also wir sind alle völlig am Ende. Wir lagen gestern nur im Bett. Mhm. Ja. Ich lieg seit 3 Tagen nur im Bett. Jetzt geht es mir langsam besser, muss ich sagen. Also jetzt so ab 4. Tag bin ich auf der Besserung. Es wird abends immer erst wieder schlimmer. Das heißt, den Tag über komme ich immer ganz gut klar. Jetzt auch mit Paracetamol. Aber letzte Nacht war halt ultra heftig, weil das Marco dann auch so rausgefetzt hat und ja nicht mehr konnte. Jonah aber genau zeitgleich. Und das heißt, ich habe dann die ganze Nacht, sag ich mal, mich selber gehabt und das fiebernde Baby. Und meine Stimme kackt auch ab. Das liegt aber daran, ich habe eine chronische Stimmbandentzündung, leider. Und sobald ich irgendwas habe mit Erkältung, geht es direkt auf den Hals. Direkt, leider. Ja, deswegen ist das Video auch nicht so, wie es sein sollte. Es ist ein bisschen konfus, weil es hat uns komplett aus dem Leben gekickt. Und ja... Zusätzlich dazu ein Traum. Es kann ja nicht immer alles gut laufen, aber Wahnsinn. Bei uns muss immer alles gleichzeitig kommen mit meinem Krankenhaus, mit 9 Tabletten, eventuell kein Baby bekommen mehr. Und jetzt kriegt Jenny auf einmal eine Nachricht, unsere Kreditkarte ist gesperrt. So, es ist genug Geld drauf, wir kommen nur nicht mehr ran. Mitten in den USA und keine Ahnung, was wir machen sollen. Die Nachricht habe ich nachts um 4 Uhr von der Bank bekommen und ich habe niemanden erreicht jetzt da. Und das Ding ist, dass unsere amerikanische Nummer abgelaufen ist. Und dementsprechend kann ich nicht telefonieren. Ich kann aber nur den Vertrag verlängern, wenn ich das mit dem Konto mache, was gerade gesperrt ist. Doof gelaufen gerade, würde ich sagen. Jetzt werden wir mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt und... Wir werden morgen gucken, ob sich die Bank meldet. Hat die Bank jetzt endlich geantwortet? Ja, tatsächlich. Und? Es ist eine Vorsichtsmaßnahme getroffen worden, weil, wie heißt das? Wir haben irgendwie Systeme und vor Betrugssystemen und ich glaube, es liegt daran, weil wir so viel online bestellt haben, bei dem einen Shop gehen die davon aus, dass es Betrugsmasche war, bla bla. Dann wurde es gesperrt, aber nur für Online-Aktivitäten. Und jetzt habe ich gestern noch schnell das Konto gesperrt mit der Kreditkarte, weil ich dachte, dass da vielleicht auch was passiert ist. Und jetzt haben wir die eine Kreditkarte nicht mehr. Und jetzt? Können wir gar nicht mehr abheben, oder was? Von der nicht mehr, ne? Jetzt muss ich gucken, wie man das klappt. Wir müssen aber auch noch einen Test machen. Dann lass uns jetzt erstmal schnell los den PCR-Test machen. So, PCR-Test geht ab. Selber machen? Ja, wir haben das einfach hier gerade gekriegt. Jetzt sollten wir uns ins Auto setzen. Das ist so ein Speicheltest. Was halt echt doll ist, dass das 7 bis 10 Tage dauert. Bis das Ergebnis kommt, ne? Und es lässt sich gar nicht, selbst wenn man sagt, man bezahlt, wird es nicht schneller. Nee. Woanders vielleicht, aber jetzt, dass wir hier in der Nähe hatten. So, knick, knack, einer mit. Jetzt müssen wir nur noch unseren Namen draufschreiben. Ja, und dann müssen wir es abgeben. Ich habe auch einen gemacht. Na Schatz, geht's wieder bergab. Und leg mich nochmal hin. Nochmal allein schon. Geschlafen. Ist aber auch schon 10:45. Aber fühlt sich gerade nicht so gut, ne? Abends. Test ist gemacht, das Ergebnis dauert jetzt ein bisschen. 7 bis 10 Tage. Was ist das für eine Zeit? Ja, die sind hier gerade alle ein bisschen überfordert, weil ich weiß nicht, ob man das mitgekriegt hat, aber die Fälle hier sind gerade
Am Explodieren. Am Explodieren, deswegen dauert das alles ein bisschen länger. Ja, das Problem ist aber schon mal gelöst wenigstens, dass wir den PCR-Test dann durchhaben. Wobei, dann ist es auch so dieses, naja, bis wir dann jetzt Ergebnisse haben, sind wir wahrscheinlich schon durch mit Quarantäne oder sonst wie. Wahrscheinlich müssen wir nochmal irgendwo zwischendurch so einen Antikörpertest machen. Ja, wahrscheinlich. Aber wir bleiben sowieso zu Hause, deswegen haben wir ja gesagt, so ist das jetzt nicht so schlimm. Was viel, viel schlimmer ist, wir haben versucht, dieses Kreditkartenproblem zu lösen und es lässt sich gerade nicht lösen. Oh. Ja, wird für uns jetzt schwierig, an Essen zu kommen. Oh. Wir haben zwar Freunde hier, aber man will ja auch ungern Leuten auf die Nerven gehen. Davon sowieso Freunde selber Corona haben und in Quarantäne sind. Stimmt, die sind auch gerade in Quarantäne. Fuck.